So, wir sind hier gestern durch die Schlucht gedüst und haben jede Menge Gelände passiert mit unserem schönen neuen Auto. Das war richtig heftig und ich hätte es euch auch liebend gerne gezeigt. Hätte da nicht die Speicherkarte von unserer GoPro komplett versagt. Wir haben die frisch formatiert. Ich hoffe, wir können das nächste Mal bessere Aufnahmen machen. Heute fahren wir auch eine richtig interessante Geländetour. Ich bin gespannt, wie challenging das wird, denn wir fahren zu der Lara-Bucht oder Lara Beach. Und ich habe im Internet gelesen, es gibt Kommentare zwischen unfahrbar, Hardcore Offroad und kein Problem, das kannst du mit einem normalen Auto fahren. Bin gespannt, wie wir da durchkommen. Wir nehmen euch auf jeden Fall mit. So, jetzt geht's ins Gelände. Jetzt fahren wir hier quasi den Weg weiter, so ein bisschen asphaltiert und dann geht's so richtig ins Gelände. Bin da total aufgeregt, weil ich bin zwar schon mal Gelände gefahren. Ich bin damals mit VW-Nutzfahrzeugen mit dem Amarok in Südargentinien gefahren. Und das war schon das absolute Highlight für mich. Ne? Das Autos, das Können. So damals im Gelände fahren, das ist für mich immer noch der absolute Wahnsinn. Und ich kriege Schweißausbrüche, will da jetzt runterfahren. Aber ich vertraue dem Marc. Der Marc kriegt das hin. Dazu zu sagen, ich habe überhaupt keine Geländeerfahrung und für mich ist das alles schockierend, wenn da schon ein bisschen, wenn da kein Asphalt mehr auf dem Boden ist. Also ahnungslos geht's weiter. Ich weiß gar nicht, vielleicht kann ich das auch mal gleich zeigen. Also das geht schon richtig hier runter. Akamas ist schon eine coole Ecke. Ja, am besten natürlich eigentlich mit einem 4x4, mit einem richtigen Hardcore-Geländewagen oder mit einem Quad oder mit einem Buggy fahren. Ah, seht ihr das vielleicht? Also da geht's dann hinten über lang. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt fahren. Doch, das dürfen wir auch gleich fahren. Also da mitten im Nichts geht's da irgendwo hoch. Ich weiß nicht, ob ein VW Passat das Richtige ist für hier. So, mit dem Mietwagen wird hier richtig durchgeheizt, ne? Don't be gentle, it's a rental. Vor allem mit diesen Kleinen. Guckt euch das mal an, Leute. Und man muss ja bedenken, ne, wenn man so Mietwagen sich mietet, dann muss man ja vorher unterschreiben, damit, dass man damit jetzt nicht Offroad fährt. Ne? Und hier ist richtig was los mit dem PKW hier durch. Und ich mache mir mit dem SUV schon Sorgen. So sind die Leute, ne? Ist nicht das eigene Auto, wird damit halt links abbiegen. Übel umgegangen. Aber wie die da durchballern? Ich finde es nicht richtig. Ich finde es nicht richtig, weißt du? Am Ende dann sich über die Mietwagenpreise aufregen und ja, ne, und dann die Autos behandeln wie Sau, ne? Auch wenn es nicht deins ist, aber trotzdem ein bisschen vernünftig mit den Sachen umgehen. Also das hier ist der absolute Traumstrand für uns auf Zypern. Der Strand ist total breit, man hat super viel Platz, man kann richtig weit laufen ins Wasser, bis man wirklich schwimmt. Das Wasser ist glasklar, der Sand ist total schön, ganz glatt, ganz weich. Ich glaube, also wir sind jetzt im November hier, es ist wenig los. Ich könnte mir vorstellen, dass das in der Hauptsaison mehr ist.
Aber echt, man kann das, die Temperatur ist perfekt, irgendwie um die 25 Grad. Ne? Also es ist super schön hier. Gerne wieder. Der Weg ist zwar ein bisschen beschwerlich hierhin mit dem Auto, das ist nicht so ohne. Würde ich jetzt nicht jedes Mal mit unserem schönen Auto fahren, aber ja doch, ab und zu wird sich das schon lohnen hier. Ne? Also man wird definitiv durch einen sehr schönen Strand belohnt. Absolut. Die Sonne oder die Schatten werden immer länger, die Sonne geht langsam unter, die verschwindet da hinten gerade. Jetzt machen wir uns mal auf den Heimweg durch das Gelände. Hoffentlich hält das Auto noch durch. Ist übertrieben, oder? Ah, ich hab ein neues Auto, ist immer doof. Los geht's. Leider liegt auch hier wieder überall Müll rum. Wir haben es uns jetzt zur Aufgabe gemacht, immer ein bisschen Müll mitzunehmen, was hier so rumliegt. Wir haben meistens ja eine Tüte dabei, weil wir unseren Müll ja immer mitnehmen und dann sammeln wir noch ein bisschen mehr ein, so wie wir gerade tragen können und haben damit eine gute Tat vollbracht. Unsere heutige Ausbeute. Jules sagte gerade, Umweltverschmutzung gefällt mir nicht. Also jetzt, wo wir so nah am Wasser leben, sind gut aus meinem Rucksack. Jetzt, wo wir so nah am Wasser leben, fällt uns das noch mehr auf, wie viel Müll hier überall rumliegt. Ne? Und auch im Meer. Wenn man da schnorcheln geht, da schwimmt dann irgendwann mal so eine Plastiktüte. Ich kann das schon verstehen, dass die Tiere das fressen. Ne? Man sieht das kaum mit der Spiegelung im Wasser und aus so Mülltüten. So richtige Tüten sind da prädestiniert dafür, dass sie ihren Kopf da reinstecken und keine Luft mehr kriegen. Ne? Also bitte auf Plastik achten. Also wir hatten schon wirklich schöne Tage hier auf Zypern, aber der Tag heute, der war nochmal Premium. Also es ist wirklich jedes Mal was anderes und jedes Mal eine andere Erfahrung. Und jedes Mal denke ich, es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, auszuwandern nach Zypern. Und entspannt. Ich hoffe, ich kann diese Entspannung jetzt für die gesamte Arbeitswoche mitnehmen. Ja, sowas gibt es auch, ne? Dass so ein Auto mal kaputt ist. So, wir haben gerade mal unser sämtliches Wasser, was wir noch im Auto haben, gespendet. Der hat wohl kein Wasser mehr im Kühler gehabt. Er hat wohl der Kühler versagt. Hoffentlich kann er wieder fahren jetzt. Er war auf jeden Fall sehr happy. Wir fahren jetzt ungefähr doppelt so schnell wie vorher. 16 km/h. Straße. Oh. So, wir sind heile durch die Offroad-Strecke gekommen. Jetzt geht's noch kurz fix was einkaufen, denn hier auf Zypern haben die Läden sogar sonntags offen. Wir brauchen ein bisschen Brot, ein paar Kleinigkeiten. Dann gibt's Abendessen und das war's dann für den heutigen Vlog. Ich wünsche euch alles Gute, macht's gut, ciao.